Bună ziua! Oder wie man hier in Hermannstadt eben auch sagen kann, Grüß Gott oder Domna Jute. Ich befinde mich hier auf dem großen Markt, hier heißt das ja Piazza Mare. Und seit gestern oder auf Nacht hat man per Dekret, hat der Präsident von Rumänien, Klaus Johannes, Siebenbürger Sachse, öffentlich bekannt gegeben, das Tragen auf der Straße ist ab sofort, also das Massenpflichttragen auf der Straße ist aufgehoben. Jetzt bin ich allerdings schon, wohne ein bisschen in der Unterstadt, in einem kleinen Haus, und auf dem Weg her ist mir aufgefallen, dass sehr viele Menschen immer noch mit der Maske spazieren gehen auf der Straße. Und jetzt will ich mal wissen, warum sie denn die Maske tragen, und werde auch mal die fragen, die keiner haben, was sie von denen halten, die eine Maske tragen. Ist das Angst? Ist das Gewohnheit? Ja. Und wenn sie geimpft sind, vielleicht kriegt man das auch mal raus, dass er mal vielleicht ein Herr oder eine Dame uns auch verrät, ob sie geimpft ist. Und wenn sie dann eine Maske trägt, warum sie denn dann auch noch eine trägt, das interessiert mich. Und sie machen kurz einen Stopp und dann suche ich ein paar Leute. Es wird vielleicht nicht einfach werden. Die Rumänen sind ja manchmal ein bisschen verschlossen. Habe einen Übersetzer dabei, den Karl, wird es dann auch gleich sehen. Also ich komme gleich wieder, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir Leute finden. Bleibt dran. So, ich habe jetzt einen netten Herrn auf der Bank sitzend gesehen, ohne Maske, und habe auch gefragt, ob er was sagen würde. Wir fragen ihn jetzt mal, was er dazu sagt. So, Sie können mal winken, hallo. Da. Also, Karl. Lumea nu a fost nu este informată, nu citește, este un efect de turmă. Also, die Leute sind nicht informiert, und es ist ein Effekt wie von Schafherde. Mhm. Weißt du, wie so. Was eine datorită faptului că este la nivel mondial, trebuie să ne supunem, n-avem ce să facem. Es ist das Problem, die ganze Welt ist mit dieser Regeln, mhm, und wir müssen uns schnell anfassen an die Regeln und in die Normalität zurückkehren. Ja. Portarea măștii nu a fost constituțională. Nu e trecută nici monitor oficial. Die Maske war nicht, man musste die nicht tragen. Es war nicht richtig, es war nicht geschrieben in Monitor, mm-hmm, offiziell, weißt, mm-hmm, du? Okay, da. Drept pentru care, dacă te găsea fără mască și îți dădea amendă, puteai să contești amenda și să câștigi. Era gesagt, wenn numai die, dacă contestai. Wenn die Polizei die ohne Maske gefunden hat, und hat dich bestraft, mhm, musstest du kontestieren beim Gericht, mhm, und musst du nicht zahlen. Musstest du Darf nicht ich zahlen. Ihn fragen, ob er sich geimpft hat? Ho spus că dacă v-ați vaccinat. Nu. Warum nicht? De ce? E opinia mea. Nu sunt constrâns, nu e obligatoriu, da, dar nu sunt constrâns. Era exact că Er ist nicht verpflichtet. Er muss nicht. Na. Das ist seine Opinion, und er will sich nicht impfen. Dacă întâmpină anumite bariere, nu știu wenn, ce să zic. Wenn es muss sein, macht er es. Frage ich mal, glaubt ihr, weil mir auch aufgefallen ist, dass immer noch viele Maske tragen, ob das jetzt eine Art so, die Leute sich daran gewöhnt haben, oder ist das nur Angst? Lumea, după ce s-a luat restricția de purtare a maștii, ce spuneți? Aia care poartă și opinia lor sau... V-am spus și mă repet, lumea nu e informată, e treaba lor ce die face. Die Leute sind nicht anständig informiert. Mm-hmm. Und einige sagen, wenn sie ohne Maske gehen, kann sein er nimmt virus und wenn er tragen... A băgat teama în noi cu chestia asta, a băgat teama în noi. Mit diesem haben sie die Leute erschreckt mit der Maske, denn sie müssen Maske tragen. Also, und die Leute, einige, die sind noch nicht sicher mit der Maske, weißt du. Okay. Ja. Vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumim frumos. La revedere, o zi mai bună. Gott behüte Sie. Dumnezeu să vă dea sănătate. Und bleiben Sie gesund, Doamne, mit und ohne Maske. O să se rămâne sănătos și cu mască și fără mască. Amin, amin. La revedere. Doamne ajute. Doamne ajute, la revedere. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir jemanden finden, der mit einer Maske rumläuft. Bleibt dran. Viel Moxie. Jetzt habe ich welche mit der Maske gefunden. Wir haben schon ein Vorgespräch geführt.
Sie tun allerdings die Maske tragen, weil sie sich selber sicher fühlen. Aber es gibt, was ich interessant finde, ist ein mediales Geschichtel. Und das übersetzt der Karl jetzt nochmal ganz kurz. Ja. Fühlen Sie sich von den Medien richtig informiert? Sunt informat de la conducere. Oder ist das alles durcheinander? Da, sau eu așa o harababule. Deci nu, eu suntem informați, am primit informația din media. Erată canalele media și vom fernsehen von der Zeitung, das ist sie. Was wünscht er sich von den Medien? Was ist ce vă doriți de la știri și de la ziare și informațiile necesare le iau, pe care din Nachrichten și corecte. Din Nachrichten was richtig sind und gibt es einen speziellen Kanal, der eher kritisch berichtet oder berichten alle gleich in Rumänien? Was spus că fiecare televiziune zice aceleași sau unii zic așa și unii. Chiar dacă sunt diverse informații la diverse canale de televiziune, eu știu care sunt cele corecte și ca atare le tratez cu cea mai mare atenție pe cele care era exact că sunt mehrere Fernsehsendungen was sagen dasselbe, aber er schaut nur dort, wo er richtig weiß, dass es okay was die sagen. Și mai mult de atât sunt informațiile oficiale de la guvern și de la președinție. Da. Was halten Sie von Klaus Johannes? Ce ziceți despre domnul Klaus Johannes? Că este foarte bun. Da. Și își face meseria și se dedică. Era exact, er macht sich die Arbeit sehr gut. Funcție de președinte al României. Unde er macht, wie soll ich sagen, für die Leute, als Eu nu, noi nu suntem din Sibiu, dar este foarte apreciat în... Suntem în vacanță. Nu, nimic, nu contează. Nu, dar vreau să spun. De unde sunteți? Dann glaube ich, wenn er das sieht, wird er sich freuen. O zis că dacă vede asta la televizor, o să se bucure. De unde sunteți? Also, ich bedank... Du, Sie sind von Ploiești, Sie sind nicht von Hermannstadt. Wie weit ist das weg? Câți kilometri este aici? Aici, până la Sinaia, sunt aproape 190 și până la Ploiești, încă 60, 200 ceva. 200... Da. 220 kilometri. Und wie lange bleiben Sie hier in Hermannstadt, in Sibiu? Cât timp stați aici? Doar astăzi. Nur heute. Sie sind in kurzen Ferien. Da. Sie waren noch und Sie kommen noch, es gefällt Ihnen. Suntem în trecere, Sighișoara, Sibiu, also, Rundreich. Sie sind gekommen, Schäßburg, Hermannstadt, Kronstadt und dann fahren Sie heim. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit und danke fürs Interview. Vă mulțumesc de frumos și să ne scuzați că v-am deranjat. Și sănătate. Să fiți sănătoși și dumneavoastră. Sănătate, numai bine. Da, Domn ajute. Na, schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir ja einen Herren ohne Maske interviewt und die netten Herren mit seiner Begleitung mit der Maske. Nicht, dass es zu lange wird, ich mache noch eine zweite Folge im Anschluss danach und werde noch zwei, drei Mal interviewen, weil das doch recht interessant ist. Und jetzt trinke ich hier in der Arcade the best beer in Hermannstadt. And here we can sitting in the Badewanne. Also, kommt's in die Arcade, eine Top-Location im Sommer, hier schön mit kühlem Gewölbe, kommen Sie schön relaxen, es ist immer schön kühl. Also, nächste Folge folgt, der Jens aus Hermannstadt. Und vielen Dank hier hinten an Kali, mein Traduzer. Für's euch.